Hallo liebe Leute, hier ist euer Shadowbroker mit einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Es gab in der Zwischenzeit ein Update wieder. Jetzt sind wir bei der Version 1.1.2, wenn ich mich nicht irre. Ganz kurz nochmal zurückgegangen. Ja, hier. Und da gab es eben den neuen Spielmodus dazu. Plus Raubzüge. Das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Und da haben wir auch gleich eine Quest bekommen. Wir sollen die neuen Neuankömmlinge begrüßen. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Und gucken uns das mal kurz an, was da Schönes passiert. Na, guck mal, da unten sind schon welche. Gerade ankommen. Da soll irgendwie in der Stadt ein bisschen was passiert sein. Dies und jenes. Aber das sind auch meine Krieger. Wie gesagt, da soll einiges passiert sein. Im Talentbaum soll auch was umgestellt worden sein. Gucken wir mal kurz. Ah, okay. Ah. Schön. Was ist da? Ah, guck mal, mächtiger Ruderschlag ist dazu gekommen. Drücke L um Langschiff auf den, also linken Analogstick. Um das Langschiff auf Kosten der Ausdauer der Beschleunigungsschub zu geben. Okay. Na, wo war das andere? Hier oben, glaube ich. Langschiff Schildwall. Ah, das hört sich auch gut an. Besatzung wird gemeinsam mit dir Schilde erheben, wenn du das Kommando über das Langschiff hast. Hatten die es nicht damals auch schon gemacht? Warte mal, das hatte ich schon. Also Bogen schießen konnten die schon? Warte mal, Pfeile konnten die auch schon schießen, aber egal. Meuchelgrätsche? Halte B gedrückt und sprint beim Sprinten gedrückt, um den Gegner hineinzurutschen und sie ins Straucheln zu bringen? Starte jeden Kampf mit einem Gefühl von einem gefüllten Adrenalinfeld. Aha. Naja. Hat das mit einem Schiff zu tun, frage ich mich. Aber naja. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht finden wir noch irgendwo eins für Schiffchen. So. Dann kümmern wir uns mal schnell um die Quest. Also schnell will ich die nicht machen. Ganz in Ruhe mit euch. Und hoffe, euch gefällt euch gegrüßt, die Folge. Eivor. Ja, sei auch gegrüßt. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen wird. Wenn ja, dann könnt ihr ja wie gewohnt ein Däumchen da lassen. Oder ein Kommentar. Oder ein Abo, wenn ihr noch nicht schon habt, ne? Ach, da hinten. Essen? Essen ist wichtig. Ja, letzte Woche hatte ich eben sehr viel zu tun um die Ohren. Wird nächste Woche auch nicht besser. Ich habe, wie gesagt, eigentlich den Kopf immer voll. Aber ich versuche jetzt. Ich habe noch nie etwas von einem Flusscampen gehört. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber frag ruhig Eivor. Sunifa und ein Fremdling. Was führt dich zu uns? Wagen und seine Mannschaft behaupten, große Schätze zu erbeuten. Sie wollen sich Refnatorp anschließen. Wenn ihr zu uns gehören wollt, so verlangen wir nur harte Arbeit und Treue. Silber oder Gold sind nicht nötig. Wir würden es aber auch nicht ablehnen. Schön, dich zu treffen, Eivor. Und es winkt dir mehr als nur edle Metalle. Wir erscheinen vielleicht müde und zerlumpt. Aber wir kennen geheime Wege entlang Englerlands Küste, an denen du reiche Güter für Refnatorp finden wirst. Und ihr wollt sie mit uns teilen? Warum? Wenn sich der Tisch vor zu viel Köstlichkeiten biegt, ruft man Freunde, um gemeinsam zu genießen. Wir suchen Freunde und Feste. Ich zeige es dir. Ich nehme dich mit auf einen Raubzug. Sobald unser Schiff geflickt ist. Ich weiß das Angebot zu schätzen und nehme es gern an. Gebäude abgeschlossen. Ah, neues Gebäude, schön. Und? Wie gefällt dir unsere Anlegestelle? Ah,
Sie ist unseres Langschiffs würdig. Komm und sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Wie gesagt, hab ein bisschen um die Ohren gehabt. Deswegen hatte ich eben die letzte Woche eben keine Videos so viele machen können. Ja, sieht ja interessant aus. Mal hier rumgehen, mal gucken. Hatte, wie gesagt, sehr viel um die Ohren und... Naja. Ich versuche eben trotzdem noch irgendwie wenigstens Assassin's Creed oder La Emory oder eben irgendwas anderes aufzunehmen. Aber seid mir bitte nicht böse, wenn ich es dann nicht schaffe. Arbeit geht eben vor, beziehungsweise Schule. Und ich werde auch nebenbei vielleicht noch andere Videos machen müssen für die Schule. Und daher, es nicht müssen, sondern will gerne andere Videos noch machen für die Schule. Und daher kann es passieren, dass da die hier mal, sag ich mal, La Mori oder also La Inori oder Assassin's Creed dann eben nur zwei Folgen kommen. Nur so als Hinweis. Okay, machen wir weiter hier in der Quest. Wir sollen mit Vagan sprechen. Bereit, Segel zu setzen? Flussraubzüge. Flussraubzüge sind eine große Herausforderung als gewöhnliche Raubzüge, bieten aber auch die Chance auf neue Ausrüstung, Waffen und ausländische Güter, mit denen du deine Jonneswiekerhalle ausbauen, die Flussraubschiffe verbessern oder bei Vagan kosmetische Entwürfe erwerben kannst. Aber Vorsicht, wenn du während deines Flussraubzuges stirbst, verlierst du alles, was du bei diesem Raubzug erhalten hast. Auch dein Fortschritt. Drücke B, um fortzusetzen. Machen wir mal. Jo, wir sind bereit. Das bin ich. Auf zum Raubzug. Wir machen den ersten Ausflug mit meiner Besatzung. Das erleichtert es mir, dir zu zeigen, was es am Flussufer alles gibt. Später kannst du gern deine eigenen Jomswikinger auf diese Reise schicken. Meine könnten etwas Ruhe vertragen. Boah. Musste gerade niesen. Sorry. Nase geschnaubt. Echse. Echse? Kenn ich noch gar nicht. Übrige Besatzung. Auf keiner Karte verzeichnet. Ja. Nur wenige wissen ihn zu befahren. Aber die Jomswikinger kennen seine Strömungen. Eine alte Freundin erzählte mir, die Römer hätten diese Wege zum Schmuggeln benutzt. So konnten sie wohl gut ihre Spuren verwischen. Tatsächlich sind sie so gut versteckt, man könnte seine Nachbarn ausrauben, ohne je verdächtigt zu werden. Denk mal drüber nach. Aha. Und sorry fürs Niesen. Ich hab gerade irgendwie was in der Nase gehabt. Große Truhen. Hm? Und eben stand unten links auch noch, oben links, Januswieger, 8 Stück habe ich noch. 8 Leute habe ich auf dem Schiff. Ne, es sind mehr. Naja. Ach, da hinten. Sieh mal, Dorfbewohner. Die horten natürlich keine Schätze, aber wenn du Mahlzeiten für deine Mannschaft brauchst, wird man bei ihnen fündig. Gehen wir mal hin, ne? Glaub mir. Meine Mannschaft ist wie ein abgerichtetes Wolfsrudel. Sie wird deinen Befehlen folgen. Gib diese laut und ohne Scheu. Ah, okay. Flussraubzug-Status. Halte während des Flussraubzugs digital Stick nach unten gedrückt. Ich glaube, ebenfalls den Stick nach unten gedrückt. Um nützlichstes den Flussraubzug in deiner Besatzung zu erfahren. Momentan gerade der Wachsamkeit verrät dir, mit wie viel feindliche Verstärkung eine Überfalls du rechnen musst. Frachtzähler sagt dir, wie viel ausländische Güter du erbeutet hast und wie viel
wie voll der Frachtraum deines Langschiffes ist. Du kannst außerdem deinen Gesundheitszustand deiner jedes Besatzungsmitglieds und die Menge der Mahlzeiten, die sie bei sich haben, einsehen. Drücke B, um fortzusetzen. Okay, machen wir mal. Ah. Okay, 200 kann ich maximal aufnehmen. Ulfrun, die Zahnlose. Das ist ein Name. Okay, eigentlich ist das dasselbe wie mein Rad. Und oben habe ich 200. Und oben, glaube ich, ist der Status der Krieger oder so. Dann gucken wir mal. Pfeil und Bogen werden wir heute nicht benutzen. Ort entdeckt. Hyatil. Für Alpha da, ja. Renn doch nicht weg. Wow. Heilige. Eieieiei. Die gehen ab wie Schmutzkatze hier. Ach, in der Hüt? In der Hüt. In der Hüt. Jetzt steht mir doch nicht im Weg rum. Ich will plündern. Das gefällt mir. Komm mal kurz her. Ja. Große Mahlzeitruhen. Große Mahlzeitruhen geben dir und alle Jonas-Speaker deiner Plus-Raubzugsbesatzung je eine Mahlzeit, also ein Herz. Jonas-Speaker werden ihre Mahlzeiten automatisch verbrauchen, wenn ihre Gesundheit angeschlagen ist. Du kannst eine deiner Mahlzeiten darauf verwenden, um einen Jonas-Speaker wiederzubeleben, der am Boden ist. Allerdings musst du dafür rechtzeitig erreichen. Ah, okay. Was damals auch schon war, wo die eigenen Leute auf dem Boden lagen. Und man dir einfach hochgeholfen hat. Und jetzt kostet deine Mahlzeit in diesem Spielsystem. Ah, sehr schön. Drücke B, um fortzusetzen. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Gut. Wir haben, was wir wollten. Los jetzt! Nee, da ist noch eine Truhe. Ich sehe doch hier noch plündern. Ich will plündern. Ach, sei doch nicht so. Ich rede hier gerade und du schreist hier rum wie eine Furie. Meine Güte. Immer diese hyperaktiven Bärchen hier. Ja, du bist aber ein ganz starker. Hast eine Kiste kaputt gekloppt. Meine Güte. Die sind doch mal mutig. Guck mal, ich bin auch mutig. Töte ein Hühnchen. Oh, habt ihr es gesehen? Das wollte mich gerade angreifen, das Drecksvieh. War so eine Kuh wäre auch was Gutes. Nein, lass mich nicht von irgendwelchen Viechern ablenken und jag die nicht. Befehl lautet, geh zum Langschiff. Geh zum Langschiff zurück. Das mache ich auch. Ich habe in Schenken schon härter kämpfen müssen. Bleib dennoch wachsam. Gucken wir mal. Ah ja, Herzchen und ein Kreis. Gut zu wissen. Und die Glocke ist jetzt auf ein Viertel? Bisschen weniger als ein Viertel, okay. Der Rauch der Feuer wird die Lager flussabwärts warnen. Die Kämpfe werden mit der Zeit immer schwieriger. Ach, danke. Wachsamkeit entlang des Flusses. Wenn du Orte überfällst, warnt der Rauch des Feuers andere Orte entlang des Flusses. Daraufhin ihre Wachsamkeit erhöht und steigt. Die Wachsamkeit trifft jeden Ort mehr feindliche Verstärkung. Du kannst momentan der Karte Wachsamkeit einsehen, indem du den schnellen Aktionsrad nach unten öffnest. Habe ich ja gerade gemacht. Das sieht man ja hier. Aber wir wollen ja keine Nahrung. Wir wollen Gold, Reichtümer. Okay. Finde und plündere zwei Kisten mit ausländischen Gütern. Aufgabe 2 Stück. Ausländische Güter können Soldatenlager und Kloster gefunden werden. Okay. Aber die Sonne ist ein bisschen nervig. Oh, guck mal wieder. Das ist ein Soldatenlager. Lord. Ein Kriegslager. Da findest du ausländische Güter und wenn du Glück hast, sogar Rüstzeug. Sie werden sich wehren. Aber so ist das eben, nicht wahr? In die Schlacht! Festung in einem Time.
Nein, ich schieße nicht mit dem Bogen. Das ist ja unfair. Warum mit der Axt? Oh. Wo denn? Wow! Alter! Bitteschön! Hab mal einer erschossen. Hat er auch was? Nee, hat er nichts. Gehen wir hier lang. Ich muss auf meine Jörnestrika achten. Oder besser gesagt auf die geliehenen Jörnestrika. Da sie ja nur begrenzt Leben haben. Da ist irgendwas. Oh, schnell mal hin, bevor der stirbt. Leute, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, eine Kiste. So, Truhe mit ausländischer Fracht. In Soldatenlager, in Klostern kannst du Truhen mit ausländischer Fracht finden, Ausrüstung, Waffen oder ausländischen Gütern enthalten. Mit ausländischen Gütern kannst du Hafenprop die Jonesvika-Halle bauen oder verbessern, das Flussraubschiff verbessern oder bei Wagern fremdländische Gegenstände erwerben. Drücke B, um fortzusetzen. Dam. Abgeschlossen, kleines Lager. Ich sollte es mit in die Siedlung. Jo, machen wir auch. Los! Wir sollten abhauen! Das sieht wertvoll aus. Ich sollte es mit in die Siedlung nehmen. Was denn? Was denn? Was hat ihr denn jetzt wieder gesehen? Die Tür ist blockiert. Mein Kracher ist voll. Ah. Huhu. Ist hier was drin? Oder für was ist diese Tür so abgeschlossen? Hey, manchmal fragt man sich, für was sind die Türen hier abgeschlossen? Wenn wieso nichts zu holen ist hier drin. Und da ist noch was. So, und dann gucken wir nochmal. Da ist nix. Ja, ja, mach dein Hörnchen an. Pfeile habe ich genug. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Das sind aber richtige harte Typen hier, ne? Macht auch Spaß. Also der Flussraubzug ist schon geil, aber ich vermute mal ganz stark, umso mehr ich Überfälle mache, umso mehr steigt auch die Wachsamkeit, umso mehr Gegner kommen. Oh, das Ziegenbein. Ging jetzt nicht so gut. Ziegenbein, wo bist du? Hast du das Ziegenbein? Wie kann man jetzt Ziegenbein heilen? Achso, der macht es ja automatisch. Der ist ja dann... Gucken, hat das Ziegenbein jetzt geheilt? Nee. So. Ich hielt dich für einen Kämpfer, aber du warst nicht mit dabei. Wartest du auf größere Schlachten? Derzeit bin ich eher Schiffsführer. Seltsam, oder? Ein Plünderer, der nicht plündert. Wenn man jahrelang ständig fast entzweigehackt wird, bleiben genug schmerzende Knochen, dass man lieber auf dem Boot bleibt. Aber komm, geh mir. Noch ein Lager plündern und dann haben wir es. Fahren wir mal hier lang. Da ist nichts. Ah, da hinten. Da ist was. Oh!
Thompsons Gehöft oder so ähnlich. Liebe Gottes? Wie? Das sind ein Feigling. Feigling. Danke. Hat ein bisschen Aua gemacht, aber naja. Kann jemand mal die Tür aufmachen? Nee, so nicht. Boah, wie geht denn diese blöde Tür jetzt hier auf? Ich hasse diese Türen, wo man hier irgendwie in die Ecke schießen muss. Oder um durchklettern muss. Ja, jetzt zündet das Haus auch noch an, ey. Kann doch nicht wahr sein mit euch. Ja, dann gehen wir hier runter und gehen erstmal in das Haus. Da war nämlich auch noch was. Bin ich der Meinung, ja. Kann doch nicht wahr sein hier. Na, da ist die Treppe. Hier noch was zu plündern. Oh, soll ich essen? Ah, Proviant ist voll. Der Proviant ist voll. Ich hätte aber nicht gerechnet, dass die Folge so lang ist. Oh, vergammelter Käse. Mm. Wir müssen noch irgendwie... die Tür hier aufkriegen. Meistens ist da dann irgendwo noch eine Hintertür oder sowas, ne? Oder irgendwo ein Fenster oder... wo man durchkrapseln kann. Oh, das ist jetzt nervig. Statt die mal die Tür aufmachen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ja, die klemmt. Ja, das ist mir schon klar. Und da ist auch wieder so ein scheiß Riegel vor. Und die kriegt natürlich, wegen sie so blöd ist, den nicht auf. Warte mal, wenn ich mich hier oben rufstelle. Nee, da nicht. Na, da, guck mal, ganz einfach. Hui. Wenn das Haus nicht angezündet hätte, wäre es viel schöner. Aber der muss ja unbedingt das Haus anzünden. Mich damit stänkern. Ah, deine Besatzung kann keine weitere Mahlzeit tragen. Ah, die darf nur eine tragen. Ah, gut zu wissen. Dann können wir ja weiter. Oh, guck mal, ein Pferd. Mir ein Esel. Hat er Ressourcen? Oh, Leder hat er. Oh, wie schön. Was bist du denn? Ein Bunny. Oh. Ja, der Esel, der muss nochmal weggeeselt werden. Ey, Bunny. Hoppel, hoppel, hoppel. So, braucht er denn Leder? Danke. Geht mal zurück aufs Schiff. Ging da. Das brauche ich nicht plündern. Kommt zurück, Leute. Was läuft falsch bei dir?
Wieso läuft was falsch bei mir? Bei dir läuft was falsch, Alter. Ich liebe diese blöden Sprüche von meinen. Wir müssen mal da lang. Was bei mir falsch läuft. Dieselbe Frage könnte ich die Alte auch stellen. Geht's denn hier? Ziegenbein geht immer noch beschissen. Und die hat immer noch eine Ziege verschluckt. Aber irgendwie kommt mir das Spiel lauter vor. Ich müsste es vielleicht noch ein bisschen leiser stellen. Okay, wir wissen jedenfalls, rot, also wo Banner sind, sind Kriegslager. Die geben uns Ressourcen, die wir schön plündern können. Wie zum Beispiel hier. Ja, wir haben gerade mal 500. 50 meine ich. Wir müssten... Ihr seht ja auch aus, ihr Janus-Lieger. Ah, guck mal, da ist so ein Lager. Aber jetzt kämpft man auch, ja? Heute nähren wir die Raben. Müsst ihr mir ins Schussfeld laufen? Wer bist du denn? Ein Toter. So. Da hinten ist auch noch mal einer von meinen. Oh, da hinten sind noch ein paar Gegner. Du wirst Wurmfutter. Odin, ruhig dich. Kann ich auch mal runter hier und... Meine Güte, ey. Shadow muss dich auch überall rufstellen, was möglich ist. Ach, schon wieder so eine beschissene Tür und die haben schon wieder alles angefackelt. Mann, wie lange brauchen die denn? Ihr kriegt schon eine taube Schulter. Danke. Mann, ey. Mir schon fast die Schulter abgefallen. So oft habe ich schon gegen die Tür gebuffert. Aber die Festung sieht genauso aus wie die andere. Außer, dass die Truhe hier nicht unten ist. Ja. Außer das Tool hier nicht ist. Interessant. Ist sehr interessant. Oh Mann, waren die einfallsreich. Pfeile. Jetzt bummer ich mir wieder die Schulter kaputt. Oh, da ist ja schon einer. Ist aber lieb von dir. Dankeschön. Da geht's raus. Schön. So. Wo ist denn dieser blöde Schatz hin? Ach, da oben. Ah. Ja, Schweinchen, ich lass dich jetzt in Ruhe. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Bleib doch mal geschmeidig.
Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Was kann denn ihn dann dafür, dass du so schnell bist? So, 100. Oh, schön. Rüstung, Waffen. Warte, warte! Nichts wie los! Guck mal, da ist noch einer. Oh, ich hab einen Gegner getötet. Der die ganze Zeit da blöd rumstand und nichts machte. Meine Fresse. Die Gegner sind ja auch so bescheuert. Oh, guck mal. Ganz rot. Oh, und meine Jonsvika, die sind kurz vom Krepieren. Also höchstens noch ein Angriff. Höchstens. Wenn ich nicht jetzt zurückfahren soll. Oh, guck mal, Bunny. Hallo, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre bereit, nach Hefnatop zurückzukehren. Sag der Besatzung Bescheid, wenn du soweit bist. So, zur Siedlung zurückkehren. Wenn die Siedlung zurückkehren willst, begib dich und an die Schiffführungsposition auf dem Flussraubschiff und halte die Taste nach unten gedrückt und wähle das Haussymbol, um den Fluss zu verlassen. Das wollte ich doch gerade. Ja, so und dann so. Ja, wir wollen nach Affentrop. 4 geplünderte Schauplätze, 0 gefallene Jonsvika, mittelstarke Flussverteidigung. Oh. Verteidigung ist auf mittelstark hochgegangen. Ist doch kein gutes Zeichen, oder? Das hat aber trotzdem etwas Spaß gemacht für diese Folge, ne? Wir kehren jetzt noch zurück, hören uns an, was da noch geschnackert wird. Oh, wir fahren mit dem Schiff zurück. Cool. Hatte ich auch noch nicht so ein Ladebildschirm mit dem Schiff. Bei den Soldatenlager immer ausländische... Naja. Ihr könnt ja einfach auf Pause machen und könnt es dann lesen. Da kehre ich zurück. Wir sollen dann mit Vagan sprechen, wenn wir zurück sind. Das machen wir bestimmt gleich. Hefnatop. Das war erfrischend. Und so lohnend, wie ich es versprochen hatte, oder? Meinst du, wir haben genügend Vorräte, um etwas damit anzufangen? Was schwebt dir vor? Eine Bleibe, in der wir uns ausstrecken können. Eine Halle. Ich würde ungern Eidis und die anderen stören wollen. Du kennst Eidis? Ich habe von ihr gehört. Ihr Ruf als Kriegerin und Ausbilderin eilt ihr voraus. Ich würde ihr einfach ungern in die Quere kommen. Verstehe. Nun, wir haben Platz für eine Halle und mit genügend Vorräten können wir sicher etwas bauen. Okay. Richte die Halle der Jonsvika. Okay, dann bauen wir jetzt noch eine Halle. Dann geht's noch ein bisschen weiter. Ach, hier. Ach, wo das Julfest eigentlich gemacht wird. Oh, jetzt kriegen wir ein Häuschen. Jonsvika Halle. Willkommen in der Halle der Jomsvikinger. Jonsvika. Ist eine Weile her, dass wir einen festen Ort für Zusammenkünfte und Geschichten hatten. Komm hierher, um mehr Jomsvikinger für deine Raubzüge anzuheuern. Mit der Zeit wird sie einige beeindruckende Kämpfer anlocken. Wahre Könner. Das will ich auch hoffen. Wir ja hier keine 0815 Leute hier haben, ne? Okay. Quest abgeschlossen. Ein Fluss zum Berauben. Glocke der Jonsvika, wenn die Glocke geläutet wird. Na, toll. Warte mal. Hallo, aktualisieren. Ach so. Dong, 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 dong. So, ich habe mal aktualisiert. Und jetzt? Sind da jetzt neue? Oh, hallo. Wer bist du denn? Wenn du es willst, Eivor. Gehört so der Allvater will. Wir kämpfen gemeinsam. Auch ein. Plünderer werden immer gebraucht. Meine Zeit wird kommen. Ach, egal. Feuern wir dich an.
Ich sehne mich danach, Teil dieser von Skaram besungenen Mannschaft zu sein. Beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir deinen Platz an der großen Tafel. Du kommst auch noch mit. So. Jetzt läuten wir die Glocke nochmal und dann müssten ja wieder neue kommen, oder? Dong, 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 dong. Und wieder neue? Ah, guck mal, wieder neue. Ich will dir folgen und großen Ruhm erben. Ja, komm. Mögen Gold und Ruhm unser Met und Fleisch sein. Kommst du auch noch mit? Oh. Und du auch noch. Lass mich deine Mannschaft verstärken, Eivor. Die Laute. An meiner Seite. Für die Beute, für den Ruhm und für Valhall. So. Da gibt's jetzt aber noch eine neue Quest. Legende der heiligen Georgius. Teil 2. Teil von Flussraubzug, Kapitel 1. Vagan hat eine Geschichte von einem Schatz erzählt, zu erzählen. Sprich mit Vagan am Jumskai. Aber das wird eine andere Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Däumchen dalassen, Feedback, wie ihr wollt. Bis dann, das war euer Shadowbroker 80. Ciao, ciao.